Yay, es fehlt nur noch ein Stern. Schade, ich habe mich fast an das Level gewöhnt. Finde die 8 roten Münzen. Ich weiß, wo sie sind. Wir können uns jetzt entspannen, wir müssen keine 100 Münzen mehr holen. Ich habe mir nur mal kurz an der Nase gekratzt. Weil ich mir dachte, jetzt ist ein Weitsprung für eine Sekunde, kann ich mal kurz die Hände vom Steuer lassen. Siehst du, was du davon hast? Jetzt kann doch nichts mehr passieren. Klar, ich könnte jetzt von Pilz zu Pilz springen, aber ich bin nicht doof. Zwei. Ist das die assigste rote Münze? Drei. Vier. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht irgendwie mehr Punkte gibt, wenn ich so eine Arschbombe mache. Und er ist wieder da. Was mir nichts bringt. Die dümmsten Gegner des ganzen Spiels. So, 5. 6. Sollte machbar sein. Unter zwei Bedingungen. Bedingung 1. Ich stürze nicht ab, während ich versuche, darauf zu kommen. Logisch. Bedingung 2. Ich verkack's nicht, sobald ich alle Münzen habe, den Stern zu holen. Oh, ihr hättet in diesem Speedrun mal sehen sollen, wie der diesen Münzenkram gemacht hat bei der Kappe. Bei der Flugkappe. Es war so one and done. Der hat das Ding einfach, der erst da rein hat und schon an den Stern gehabt. Mit einer Kurve quasi. Pilze weg! Ah, das hört man doch gerne. Endlich wieder ein Kurs weniger. So, was habe ich gesagt? Winterschneelande, ne? Klingt ganz gut. Aber welche Tür war das? Ja. Wah! Huhu! Let's go! Erklimme den Kopf. Also du merkst, ich habe irgendwie gesehen, ich weiß nicht mehr warum, aber ich wusste, da war was. Es hat mir nur nichts gebracht. Okay, wo ist die Bombe? Ich dachte erst hier, aber das ist nur eine rote Münze, okay. Wisst ihr noch, als ich Eisbrand erwähnt hatte? Das war er gerade, der Eisbrand. Frostbrand, ihr wisst, was ich meine. Hey, cool. Das Wasser hier kann ich ja benutzen. Wow.
Wie ihr vielleicht seht, das Wasser bringt mich trotzdem leise um. Jetzt hör doch mal auf, da rumzuplanschen, du Scheißkamera, ey. Hör auf, dich selbst zu korrigieren. Ich will jetzt nicht hinter Mario stehen. Ich will sehen, wann das große Ding da weg ist. Dann stirb doch, ey. Ich habe vergessen, dass es hier nerviges Wasser gibt, sonst wäre ich nicht so freudig in dieses Bild gerannt. So, okay, gibt's einen klügeren Weg? Nee, ne? War nicht das, was ich wollte, weil normalerweise komme ich da mal gut mit einem Dreisprung rauf, aber egal. Oh nein. Oh nein. Also das Ding ist, dass dieser Schneemann da Luft pustet. Das heißt, ich muss mich hier... Hey, wer ist da? Hey, wer ist da? Wer meint, auf mir rumlaufen zu müssen? Ein Eisfloh oder eine Schneefliege? Egal, was es ist, auf jeden Fall stört es mich. Aber mein Eisatmen wird mich davon befreien. In anderen Worten, ja. Muss also... Nein, es ist doch... Nein! Nicht dein Ernst, ey! Ich war schon an dem Scheißteil vorbei. Ist gerade wieder eingefallen, wo die Bombe ist. Und es gefällt mir nicht. Wenn man mir so zuguckt, muss man mir wirklich denken, ich habe keine Ahnung, wie Steuern geht, ne? Dabei ist das einfach nur willkürlicher Ausschlag des Steuerknöppels. Okay, bist du bereit, Großer? Dann geht's jetzt los. Okay. So, wie versaust du das jetzt noch, Mario? Was? Nein, ich habe nichts gesagt. Überhaupt nicht. Das Tolle ist, wenn er mich runterpustet, verliere ich dabei meine Mütze. Könnte ich denken, was das denn für ein Spaß ist. Schön, dass du auch wieder da bist. Komm, nächste Runde. Und weiter.
Warum erzähle ich das eigentlich? Ihr seht's doch sowieso. Jetzt bin ich da wieder weg. Ich will nicht. Ja, lass mich. Mach ja den Stern. Wage dich ins Eis. Versuchen wir nochmal den Kopf zu erklimmen. Das hier war nur... Ja, war nur ein Leben. Und ja, ich sage, es war nur ein Leben. Oh, okay. Wusste ich gar nicht. Nehme ich mit, warum nicht? Gehe zum Eissee. Da wäre ich jetzt aber vom Sternennamen her nicht drauf gekommen, dass das irgendwie... Eigentlich wollte ich da was anderes. Werdet gleich sehen, was. Hoffe ich. Kann natürlich auch sein, dass ich auf dem Weg dahin abkratze, dann ist das nichts damit, aber... Wir sind mal vorsichtig optimistisch. Ja, das ist eine legitime Technik, um darauf zu kommen. So, das hier will ich haben. Eigentlich wollte ich damit jetzt hier hochkommen, aber meine Güte, wenn ich es so geschafft habe, meinetwegen auch. Ist er gerade wieder auf dem Rückweg? Ich glaube ja. Nein. A few hours later. Okay, Pinguin. Auf geht er. So, Mario, ich bin mal gespannt, wie du das jetzt auch noch versaust. Habt ihr gesehen, er kam schon wieder ans Rutschen. Spiele mit Bad Bully, aber gerne doch. Dem werde ich zeigen, was hier einer auf Bad ist, ey. Aber sowas von Baden werde ich den. Hoffentlich. Ich meine, ich weiß, wie ich mit ihm umgehen will. Ob ich es hinkriege, ist eine andere Frage. Aber ich habe eine Theorie. Einen Plan. Yeah.
Und sie startet wie fast alles in diesem Level. Mit dem Panzer. Sie muss es nur schaffen, darauf zu kommen. Das habe ich in der Lava-Lagune übrigens auch öfters mal versucht. Es funktioniert super. Das ist jeweils einfacher, als das Ding legitim zu machen, wenn du verstehst, was ich meine. Die Frage, kriege ich den Stern noch oder werde ich versagen? Ich meine, aufgrund bisherigen Track Records könnt ihr euch sicher denken, was gleich passiert. Okay, ich löse mal lieber den Panzer auf, denn das Beste, was du hier machen kannst, ist unten in das Wasser fallen, unter die Plattform kommen und dann hast du nämlich wah, 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 und bist tot. Weil stößt dir permanent den Kopf und landest gleich wieder unten, ohne Chance auf Rettung. Ätzend. Let's go! Okay, soweit so gut. Was den Track-Record der 100 Münzen angeht. Ob es bis zum Ende halten wird, weiß ich nicht. Das war jetzt sicherlich ungünstig gerade. Shit. Was? Ich bin jedes Mal überrascht, wenn die mir keine 5 Münzen geben. Vermutlich haben die einem die 5 Münzen gegeben, aber... Es kommt mir wie ein 5 Münzen Gegner vor, wahrscheinlich weil du das gleiche machen musst wie bei den Augen. Es könnten wenigstens 4 sein. Na egal. Oh, warst du schon immer hier? Warte mal, das habe ich falsch gesagt. Hey, warst du schon immer hier? Was? Du warst aber noch nicht immer hier, oder? Doch. Der Penner ist respawned. Dann gehe ich hier mal weg, bevor das weitergeht. Ja, vergiss es, nö. Thank you.
Okay, ich sag mal, so weit, so gut. Aber ich brauche mehr als das. Rausholen. Man kann sich hier noch, ja, du verstehst, was ich meine, oder man kommt hier noch raus, war das, was ich sagen wollte. Echt, ich hätte gedacht, hier drin gibt es irgendwo noch so einen Schalter mit blauen Münzen. Gibt es das in dem Level gar nicht? Scheint fast so. Finde ich. Ich hätte auch andersrum gehen können, aber nö.